Buenos dias, bon camino. So, wie ihr seht, ich bin zu früher Morgenstunde bereits wieder auf dem Weg. Keine Ahnung, dürfte jetzt irgendwie so 6:45 sein. Um 6:30 bin ich losgetigert. Ja, ich habe die Nacht überstanden, tatsächlich besser als befürchtet. Habe bis 6 Uhr geschlafen, als das Licht anging, und habe mich dann nur eben schnell gewaschen, Zähne geputzt und wollte direkt los. Gestern Abend gab es noch Abendessen, und zu meiner Überraschung, wen treffe ich beim Abendessen wieder? George. Ja, Jurassic Park George. Bestens gelaunt. Habe ich ihn so gefragt, ob er auch in dem Kloster mit mir übernachtet oder wo er ein Bett bekommen hat. Dann sagte er, nee, er sei gemeinsam mit rund 50 anderen Pilgern abgewiesen worden. Und sie hätten jetzt eine Notschlafstelle in der Kirche auf dem Boden ohne Dusche. Das finde ich schon krass. Nach dem Marsch gestern 25 Kilometer, 20 Kilometer bergauf, dann anzukommen, kein Bett zu haben, sondern auf dem harten Steinboden der Kirche schlafen zu müssen, keine Dusche zu haben. Das Krasse, dieser Typ ist einfach immer noch bestens gelaunt. Ey, also George, du bist jetzt schon mein Held vom Jakobsweg. So, wie gesagt, heute bin ich recht früh los. Muss ich mal eben gucken hier. Abzweigungen sind immer gefährlich. Keine Lust, mich zu verlaufen. Tagesziel für heute, Bett finden. Ich habe das gestern ja schon gesagt. Alle Pilger gestern Abend haben echt noch versucht, telefonisch irgendwo ein Bett klar zu machen. Und das scheint momentan ein echtes Problem zu sein. Weil der Camino komplett überlaufen ist. Hab dann gestern mit George noch rumgesponnen. Wir laufen heute erstmal unsere Tagesstrecke, und sollte das alles schief gehen, dann überspringen wir einfach eine Tagesetappe, fahren nach Pamplona, wo wir normalerweise morgen wären, das ist die erste Großstadt, und nehmen uns da ein Doppelzimmer. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was der Tag so bringt. In jedem Fall bekannt von gestern, Nebel. Und darüber hinaus eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Es nieselt auch die ganze Zeit so. Ich merke schon, es wird heute genau mein Tag. Vor allem, wenn ich nachher kein Bett finde. Also da hatte Maslow mit seiner Bedürfnispyramide echt recht. Guck mal. Subiri, 18 Kilometer. Das heißt, 4 Kilometer habe ich schon hinter mir. Dann ist es ja nicht mehr so lang. Also, wie gesagt, Maslow Bedürfnispyramide, echt recht gehabt, der Junge. Ein Dach über dem Kopf, ein Bett zum Schlafen, so elementare Grundbedürfnisse. Wenn es an denen mangeln sollte heute, boah, also die Angst davor zieht meine Stimmung auch heute schon enorm runter. Auch wenn meine Bettnachbarin, ganz, ganz tolle Frau, Sarah aus Edinburgh in Scotland, total wie meine Schwester, richtiger Kumpeltyp, direkt High Five. Die hat ja gestern auch noch alle versucht anzurufen, alle Heilbergen, ohne Chance. Aber ich sagte, Sebastian, wir werden schon irgendeine Lösung finden. Das ist wahrscheinlich die richtige Einstellung. In diesem Sinne, bis später. Also wie man sieht, der Nieselregen ist langsam in den schönen Dauerregen übergegangen. Deswegen habe ich mein Ganzkörperkondom wieder umgestellt. Ganz witzig. So richtig verlaufen kann man sich hier auf dem Camino eigentlich nicht. Folge einfach immer den gelben Pfeilen. Also, ich sag mal so, das versteht glaube ich jeder. So, also wie man sieht, es hat zwar immer noch nicht aufgehört zu regnen, aber trotzdem läuft es sich eigentlich ganz gut heute, trotz Blase am rechten Fuß. Mir geht dieses Thema mit dem Bett nicht aus dem Kopf. Ich habe mir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so Gedanken gemacht um so eine Gerechtigkeitsdebatte. So, wenn jetzt tatsächlich nicht alle ein Bett bekommen im nächsten Zielort,
Was ist denn dann eigentlich gerecht? Wäre es fair, wenn ich das Bett bekomme, stellvertretend für die, die mit gesamtem Gepäck hier wandern, im Gegensatz zu denen, die sich das Gepäck an den nächsten Zielort vorfahren lassen? Wäre es vielleicht unfair, weil ich das Bett bekomme, weil ich jünger bin als viele andere Pilgerer und daher vermeintlich belastbarer? Sollte vielleicht derjenige das Bett bekommen, der die weiteste Anreise hat? Ich denke da so an das Pärchen aus Australien. 24 Stunden Anreise, komplett gerädert sind die hier angekommen. Oder die Dame aus Kanada, waren auch, glaube ich, 24 Stunden Anreise. Das ist schon hart. Ich komme einfach zu keinem Ergebnis. Ich glaube, runtergebrochen kann man sagen, am Ende des Tages sind wir alle in 2 Tagen knapp 50 Kilometer gelaufen. Und eigentlich stellt sich so eine Frage der Gerechtigkeit dann gar nicht mehr. Und deswegen hoffen wir das Beste, dass jeder heute ein warmes Bett zum Schlafen und eine Dusche erhält. So, ich habe jetzt gerade mal bei Google Maps gelunkert. Sind noch rund 2,5 Stunden, die ich zu laufen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir jetzt erstmal Frühstück. Irgendwo da sind wir jetzt. 2,5 Stunden geht es jetzt noch weiter. Jetzt erstmal ein Bocadillo el Jamón, ein Baguette mit Parmaschinken. Das habe ich mir jetzt verdient. Wie gesagt, dann noch 2,5 Stunden zu laufen. Im Vergleich, das sind dann in Summe, bin ich dann heute so 5,5, 6 Stunden gelaufen. Im Vergleich zu gestern, gestern waren es glaube ich so 7, 7,5 Stunden, ist das ja heute quasi Spaziergang. So, angekommen in Zubiri. Jetzt sitze ich hier vor einer öffentlichen Herberge zusammen mit rund 50 anderen Pilgern. Und wir alle hoffen darauf, ein Bett zu bekommen. Machen wir ein bisschen Sorgen wieder um George. Der hängt nämlich 2 Stunden hinter mir. Und ich befürchte, wenn der Ansturm hier weiter so geht wie in den letzten Minuten, dann wird es für ihn schwierig. Deswegen mal schauen, wie sich das Ganze heute so entwickelt. So, es kam, wie es kommen musste. Ich habe natürlich ein Bett bekommen, bin dafür sehr dankbar, weil ich ja auch ziemlich am Anfang da war. Habe dann meine Sachen ausgepackt, bin dann nochmal raus, weil ich zwischenzeitlich mit George Kontakt hatte. Er stand dann natürlich weiter hinter mir in der Reihe. Und gerade als ich bei ihm war, kam dann der Gastgeber und sagte, nee, keine Betten mehr zur Verfügung, alles ist voll. Jetzt muss der Arme schon wieder sich auf die Suche begeben. Aber ich habe gerade schon rausgehört, wohl, dass es jetzt nach Pamplona geht, ist ja die nächste Stadt. Da ist es wohl kein Problem, was zu finden. Und dann entscheiden sie wohl, ob sie morgen dann einfach nochmal mit dem Bus hier hinkommen und von hier aus dann einfach weiterlaufen. Oder wie auch immer. Ich habe jetzt erstmal, mir geht es echt nicht so gut, mein Knie macht mir zu schaffen. Habe ich jetzt erstmal die ersten San Miguel in Spanien geholt. Da werde ich mir jetzt irgendwelche Leute ausgucken, mit denen ich dann jetzt erstmal ein leckeres Bier trinke. Bis später. So, was man doch mit so einer Runde Bier an Freundschaften schließen kann nach so einer Etappe. Ich habe jetzt gerade mit 2 Slowenen, einem Israeli und einem Südafrikaner zusammengesessen und unsere ersten San Miguels genossen. Ein Traum. Und dabei endlich zum ersten Mal das erlebt, weswegen ich eigentlich den Camino gehe, nämlich mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, Nationalitäten ein bisschen über das Leben zu philosophieren. Das hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich jetzt umso mehr, dass wir gleich auch noch zusammen Abendessen gehen. Es wird sicherlich auch wieder eine sehr heitere Runde. Ich glaube, ich bin so langsam angekommen hier auf dem Camino. Ich denke noch ein bisschen an meinen lieben George, der kein Bett gefunden hat und auch hier in Zubiri nichts mehr gefunden hat. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass die nach Pamplona fahren, so wie das viele andere Pilger auch heute machen, die kein Bett bekommen haben, nach Pamplona fahren, um dort zu schlafen. Und dann morgen, und das ist glaube ich so der Tenor, dass die meisten morgen wieder zurückkommen hierhin, um einfach den Weg in Gänze zu laufen und dann eben morgen Abend regulär in Pamplona anzukommen.
Also, ich glaube, ich verabschiede mich für heute. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt heute Abend noch ein leckeres Abendessen haben werde mit sehr netten Menschen unterschiedlichster Herkunft, was ich sehr genießen werde. Und dann geht es morgen weiter Richtung Pamplona. Macht's gut.